Ihr habt gefragt, was heißt überhaupt Zachor? Zachor ist hebräisch und heißt erinner dich. Diese Woche treffen wir Zeitzeugen, die den Holocaust selber erlebt haben und auch junge Juden, die sich heute noch mit dem Thema beschäftigen. Stellt euch mal vor, ihr habt keine Identität mehr, keine Wohnung, keinen Namen, gar nichts. So ging es vielen jüdischen Jugendlichen, die während des Holocaust untergetaucht sind. Hallo, ich bin Henry und stehe hier in einem Kibbutz in der Nähe von Jerusalem. Kennt ihr eigentlich den Film Schindlers Liste? Jeder Geburtstag von diesen Kindern ist mein persönlicher Sieg über Hitler. Wir haben uns jetzt eine Woche lang intensiv mit dem Holocaust auseinandergesetzt. Und warum? Damit er nicht in Vergessenheit gerät.